Hallo, unser aktueller heutiger Videolog ist vom Hafenviertel in Offenbach am Main. Und konkret, wie hier jeder sehen kann, geht es darum, welchen Einfluss hat das Finanzamt auf den Wohnungsmarkt in den Großstädten? Hallo, ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Und ich berichte heute hier im Außeneinsatz vom Hafenviertel in Offenbach am Main. Unser Thema ist heute, welchen Einfluss hat das Finanzamt eigentlich auf den Wohnungsmarkt und vor allem auf natürlich diesen Wohnungsmarkt. Hinter mir sieht jeder, werden tausende neue Wohnungen gebaut, brandneu, Megaterrassen und das Ganze schön am Fluss. Aber das Finanzamt hat die Hand drauf. Und zwar konkret verlangt das Finanzamt, dass die Vermieter die Mieten hochsetzen. Das mischt sich also ein in die Vermietung der Wohnungen und meint, es wäre dazu berechtigt. Frage, darf das das Finanzamt das? Klares Nein von uns aus und natürlich klares Ja vom Finanzamt aus. Das Finanzamt ist der Meinung, jede Stadt in Deutschland hat einen sogenannten Mietspiegel. Da stehen so die ortsüblichen Mieten drin und wenn die Wohnung einen Balkon hat, dann ist sie natürlich teurer, wenn sie ein gutes Bad hat oder eine Fußbodenheizung. Jedenfalls in diesem Mietspiegel stehen so die Durchschnittswerte in der Stadt. Und das Finanzamt sagt, wenn die Vermieter nicht mindestens 66% davon als Miete nehmen, dann sind sie keine Vermieter, sondern Liebhaber. Die Vermieter betreiben dann nach Ansicht vom Finanzamt sogenannte Liebhaberei. Und Liebhaberei heißt konkret, der Vermieter ist kein Vermieter mehr, der macht das so als Hobby und der kann vor allen Dingen nichts mehr absetzen von der Steuer, was mit der Wohnung zusammenhängt. Also Liebhaberei ist echt schwerwiegend und hinter mir sieht jeder, was Liebhaberei bedeutet. Wenn ich das nicht absetzen kann, werden die Wohnungen nicht gebaut, werden nicht renoviert, werden nicht saniert. Liebhaberei und die Steuer geht gar nicht zusammen. Und wir sagen ganz klar, das ist rechtswidrig, denn das Finanzamt greift damit in rechtswidriger Weise in das Eigentumsrecht ein. Jeder Vermieter in Deutschland darf frei entscheiden, wann er seine Wohnungen vermietet, an wen und vor allen Dingen für wie viel. Und wenn sich das Finanzamt dagegen einmischt, steht jedem Vermieter in diesem schönen Land der Rechtsweg offen. Und deswegen ist das hier ein weiterer Videolog in unserer Reihe 70 Jahre Grundgesetz zum 23. Mai und zum ganz wichtigen Grundrecht auf Eigentum und Eigentumsfreiheit. Ja, das war unser Videolog für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lassen Sie mir gerne ein Abo oder ein Like da und bis ganz bald. Ciao.